Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer Runde Minecraft Vizibeast Monster. Ja, letzte Folge waren wir ja unterwegs und haben ein Dorf gesucht. Das werde ich wahrscheinlich heute nochmal machen, in einer anderen Richtung aber. Weil wir müssen unbedingt ein Dorf finden. Ich brauche Karotten, um die Kuhfarm zu bauen. Weil den Chronotyper habe ich ja schon, aber für den Breeder brauche ich eine Karotte oder mehr halt. Okay. Äpfel ist ja nicht das Problem. Also machen wir uns auf den Weg. Wir fliegen mal in dieser Richtung hier. Und schauen wir mal, ob wir irgendwas finden. Da kommt auf jeden Fall schon mal... Ach ja, das Schneebiom, klar. Da sind Schweine. Ist das ein Dingensbaum? Nein, ist es nicht. Ne, ist es nicht. Okay, dann fliegen wir weiter. Jetzt müsste eigentlich Wasser kommen. Genau, das habe ich alles schon entdeckt. Mit ein paar Korallenriffe hier. Auch schön. So, dann wollen wir mal weiter gucken, ob wir irgendwo ein Land sehen. Oder Land finden. Weil irgendwie müssen wir ein Dorf finden. Definitiv. Jetzt dauert das mal wieder einen Augenblick hier. Komm, bau dich auf, Junge. Boah. Hammer. Haben wir. Oh, da haben wir da unten so. Eine Höhle. Ah, schade. Oder ein Spalt, besser gesagt, war das. Wir fliegen ins Nichts. Lalala. Ach, das ist ja echt nicht mehr schön, ne? Aber jetzt baut er sich auf. Geht doch. So. Weiter geht's. Aber ich glaube, mit der Rüstung sind wir um einiges zu schnell, glaube ich, für dieses hier. Für den Weltaufbau. Für die Weltgeneration, besser gesagt. Aber ich sehe auch nirgendwo ein Land. Das ist ja, ne, das ist ja so weit von geil wieder. Ich sehe nicht einmal Land hier irgendwo. Ist ja der Hammer. Ist ja mal der Hammer. Ist ja mal nicht schlecht. Ey, Hammer, ich gibt kein Land hier mehr oder was ist los? Kann ich hier da draufstellen? Die Frage ist, soll ich mein Render Distance mal auf normal stellen? Vielleicht geht das dann besser. Glaube ich zwar nicht, aber. Nö, geht nicht besser. Ist eigentlich nicht zu fassen hier, ey. Gibt kein Land mehr hier oder was? Ist ja der Hammer. So, bau dich mal bitte auf. Ach, das ist ja sowas von nervig, wenn sich die Welt so langsam aufbaut, ne? Das, also ich weiß nicht. Ich hoffe mal, ihr leidet gerade mit mir. Das nervt ja mal gar nicht, sowas. Ist ja eine wahre Pracht hier. Los, bau dich. Ich will mal Land finden. Was ist denn los hier? Was ist denn das hier? Deep Ocean oder was? Ocean. Ja, toll. Ja. Toll. Ja. Gibt's. Oh, ich hab mal Land gefunden. Ich hab Land gefunden. Hey, hey, zwar nur so eine kleine Pissinsel, aber was soll's? Achso, wem es aufgefallen ist, ich hab mal noch das Texture Pack dran. Und zwar das von Jaded Cat, glaube ich, heißt das. Weil hier auch die Upgrades zum Beispiel drin sind. Da kann ich jetzt. Gerade nicht, was ist das? Aluminium. Ach, das ist eine Perle. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Das gibt's doch jetzt nicht, ne? Ich finde hier kein Land. Da hinten habe ich Land ohne Ende gefunden, aber. Wisst ihr was? Komm, bau dich auf, ey, meine Fresse. Ey.
Das ist das Einzige, was ich in dem Spiel hasse. Dieses elendig lange Welt aufbauen. Danke. Da oben ist eine Schleiminsel, brauche ich nicht unbedingt. Das gibt's echt nicht mehr. Wie ihr schon mal sagte, wie schnell soll ein PC noch sein, damit sich. Was ist das denn hier? Strömung oder was? Hammer. Da ist Öl, da unten. Okay. Vor allem die hast du schon hier gerendert. Die Stellen hier. Weil da ist ja, kommt ja auch schon das Land. My friend. Fliegen wir gleich mal nach Norden. Aber ist ja nicht mehr zu fassen hier. Ich muss einfach nur ein Dorf finden. Das gibt's doch gar nicht. Ich werde doch mal ein Dorf finden. Habe ich irgendwie eine Premium-Stelle hier, haben wir unsere Basis hingebaut. Nämlich total beschissen irgendwie. So, da kommt Öl. Ich habe sogar Öl hier in der Nähe. Ich weiß gar nicht, warum ich immer in den Dingens gehe. Einfach nur nach Norden, da ist Öl. Auch nicht, ich wusste doch, dass in der Nähe Öl ist. Egal, da ist Land da vorne. Ja, nur eine Insel, okay. Da ist noch mehr Öl. Sogar ziemlich. Oh, da ist sogar ziemlich viel Öl hier. Das hier. So, bau dich mal bitte auf. Danke. Hammer, ich bin glaube ich mitten im Ocean-Biom habe ich die Basis gebaut, da gibt's gar nicht. Was ist das da unten? Ach, das ist das Ohr, glaube ich, ne? Ist ja mal eine wahre Pracht hier, da gibt's ja gar nicht. Ah, da kommt eine Insel, immerhin. Mit einem Dschungelbaum drauf. Oh, da, ich sehe Land. Hier kommt Land. Ich fasse es nicht. So, dann bau dich mal bitte auf hier. Jetzt fährt den LKW durch, hier geht kaputt. Los, bau dich auf. Schneller. Hä? Oh, auch nicht schlecht. Ah. Es hat sich etwas aufgebaut. Setz mich doch jetzt die Lauf zurück, du Stümper. Was ist denn los mit dir? Ach, hier ist die Seuche. Ist das jetzt schon die richtige? Nö. Sonst würde ich Schaden kriegen. So, hier sind schon mal Planes. Das ist schon mal gut. Da ist Öl da hinten. Was ist das gewesen? Was ist das denn? Ach so, das rendert noch. Ah, okay. Das rendert noch. Oder es rendert eben, das wird noch berechnet, wie das Wasser fließt, glaube ich. Was ist das? Okay. Haben wir noch keinen. Nicht mal ansatzweise hier ein Dingens. Ein, ja, ein Dorf meine ich, natürlich. Und hier wird, glaube ich, Ende sein, hier vorne. Sieht auf jeden Fall stark danach aus. Ja, da kommt noch eine Schleiminsel im Himmelsreich. Und dann war es das hier auch. Okay. Wollen wir weiter nach oben fliegen hier? Das Land hier mal ein bisschen weiter erkunden, weil irgendwann müssen wir doch mal hier ein Dorf finden. Da gibt es ja gar nicht. Was hat? Ach, Obsidian-Totem. Ach so. Ach, da sind die Dingens drin. Diese. Ja. Für Somecraft. Die Sachen. Aua. Mein Gott. Gibt's ja gar nicht hier. Ein Sumpf. Ein Sumpf mit ganz viel Clay und so. Toll. Schon echt Hammer. Normalerweise bei meiner Singleplayer-Welt, wo ich, oder bei der Singleplayer, bei der Welt, die ich vorgestellt hatte, da habe ich innerhalb von, ich keine Ahnung, ich glaube für eine Minute oder so, habe ich ein Dorf gefunden oder zwei. Das ist echt der Hammer.
Hier findet man ja nichts. Es wird schon wieder dunkel, toll. Riesen Landmasse und nicht ein Dorf. Und ich habe keinen Bock, die ganze Zeit Zombies zu schnetzeln, dass ich mal eine Karotte kriege. Ehrlich gesagt. Muss das sein? Nein. Aber komischerweise baut sich an Land, baut sich um einiges schneller die Welt auf, lustigerweise. Ich weiß nicht, warum das so ist. Da oben ist eine Wüste. Wüste kann eigentlich auch ziemlich gut Dörfer spawnen, eigentlich. So, machen wir hell hier. Machen wir aufdecken. Aber. Was ist das für ein Kaktus? Ich habe eine Kiste, ey. Aber hier ist mal wieder kein Dorf, so wie das aussieht. Also kein Dorf für mich. Der Kaktus sieht ja jetzt geil aus. Oh. Ach, das ist so ein Mammutbaum, ich wollte gerade sagen. Oder? Ja, wer tut? Das ist noch einer. Okay. Hier ist auch die Seuche und Ruhe. Ein Dorf. La 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 la. Ich brauche doch nur ein Dorf. Obwohl, was heißt nur ein Dorf? Ich brauche ein Dorf mit Feldern natürlich. Sollte man ja auch noch sagen. Aber nur ein Dorf ist ja blöd. Ja, jetzt werde ich schon wieder rückgeportet. Danke. Achso, da war ein Baum. Boah, gibt's ja nicht, ey. Die traurige Suche nach einem Dorf. Ein Sumpf, toll. Super schön. Da wird es kommt wieder so ein Feenwald. Ja. Toll. Brauche ich auch nicht. Ich brauche ein Dorf, immer noch. Habe ich jetzt irgendwie gezoomt hier? Oder was ist hier los? Ja, gucken wir mal, ob wir irgendwo vielleicht irgendwas sehen, was wie ein Dorf aussieht. Ich glaube ja nicht. Ach, ist doch nicht zu fassen. Ist doch nicht zu fassen. Was ist das denn da? Das ist aber kein Dorf. Nein, nein. Das ist nur so ein blauer Baum ist das, glaube ich. Ach, da fliegen wir wieder nach links. Warum denn nicht? Kein Problem. Und ich würde gleich sagen, wir fliegen gleich mal wieder zurück. Da gibt es doch nicht, dass ich kein Dorf finde hier. Ich brauche Karotten, Freunde. Oh, da ist ein Witchhaus. Vielleicht ist ja was drin. Gucken wir mal. Sagen wir mal hallo. Na? Keiner da. Crafting Table. Keine Kiste? Schon all. Was ist sonst doch manchmal eine Kiste dann? Buh! Blödes Haus. Findest du ein Witch House und da ist ja nichts dran. Gibt's doch gar nicht. Was ist das da? Was ist das denn? Ach, Gold. Gold Gravel Ohr. Und schon wieder ein Feenwald. Jawohl, haben wir ja lange nicht mehr gehabt. Mein Gott. Zack, 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 zack. Schlitz, schlitz. Hallo. Was ist das denn hier? Stehe ich schon wieder irgendwo drin, ja, kleinen Baum. Was auch sonst? Was auch sonst? So, komm, bau dich mal auf, bitte. Nur ein bisschen. Render doch mal, generier doch bitte die Welt. Danke. Oh Mann, immer noch kein Dorf in Sicht. Da kommt Magic Forest. Da könnte natürlich auch mal wieder so ein Spinnenbaum drin sein. Da ist nämlich einer. Ach komm, Mick Spinne, hau ab. Wo ist er? Wiedersehen. Da war er drin. Enderperlen, Safari-Net, Jeta-Wrench habe ich schon, Music-Discs. Oh, ein Bett, das ist gar nicht mal so schlecht. Können wir doch mal uns reinstambulieren hier? Die Spinnenweben sind ja komisch aus in dem Modpack, in dem Dingenspack hier. So, ist da auch einer?
Nein. Da vorne war aber noch einer, ne? War der denn? Da. Ne, ist auch keiner. Da ist noch einer. Ist da einer? Nö. Da sind nämlich einige von diesen riesen Bäumen in den Wäldern. In den Magic Forest auf jeden Fall. Da ist noch einer. Hey, hey! Glück gehabt, weil wenn jetzt nur einer gespawnt wäre, wäre ich tot gewesen. So, Electrical Steel, ein bisschen Tin, toll. Mal zu essen wäre geil. Oder auch nicht. Lassen wir das mal lieber mit den. Mit den Dingern. Jetzt. Da sind Pferde. Pferde heißt nochmal so auch immer, das ist ein gutes Biom eigentlich. Ist das auch so ein Spinnenbaum? Weil wenn mich jetzt nur eine Spinne anhackt, dann bin ich tot. Nein. Normal, das kann sein, dass hier auf jeden Fall, weil das Plains sind, das Biom heißt Plains, das kann eigentlich immer gut sein, dass hier irgendwo ein Dorf in der Nähe ist. Manchmal, nicht immer natürlich. Und bei meinem Glück wird dieses manchmal wahrscheinlich überwiegen. Was so viel bedeutet wie ein nicht für mich. Ja, das gibt's doch hier echt nicht, ey. Ich will doch nur ein Dorf. Ein Village. Wow. Das ist aber ein großer Baum. Da ist noch einer. Was fährt, das hängt da irgendwo. Naja, das ist auch kein Spinnenbaum. Ach, Freunde, ey. Nur ein Dorf. Nur ein Dorf. Mehr will ich doch gar nicht. Ich will nur ein Village. Ein Village. Village, ich will den Village People einen guten Tag sagen. Nur so. Einfach so. Unvoreingenommen möchte ich den guten Tag sagen. Und vielleicht ein paar Karotten klauen. Und ein paar Kartoffeln vielleicht. Sonst nichts. Sonst will ich gar nichts machen. Da kommt ein Dschungel. Gib ihr doch nicht, gib ihr doch nicht. Was ist das da? Ach, hier ist ein Meteorit runtergekommen. Cool. Ein normaler. Ah, das ist ein. Ja, das ist ein normaler mit Stone, genau. Steinmeteorit. Gibt ja noch Nether und noch ein. Mit Endstone. Gibt es ja auch noch. Mein Gott, was ist das denn für ein Ding? Gibt es ja gar nicht. Ach, wäre das doch schön, ein Dorf zu finden. Ein kleines Dörflein. Ein ganz kleines, vielleicht. Da kommt schon wieder so ein Feenwald, mein Gott, die sind aber ganz schön oft vertreten hier. Ach, jetzt baut er wieder hier nicht auf. Ach, fliegen wir mal am Weg zurück, jetzt langsam mal. Machen wir uns mal auf den Weg zurück, besser gesagt. Besseres Deutsch. Weil sonst kommen wir nicht mehr nach Hause. Was ist da denn am Leuchten? Keine Ahnung, warum das da so leuchtet. Habe ich das schon aufgedeckt hier? Ne? Krass. Das ist aber echt eine riesen Landmasse hier, ne? Ich würde schon überlegen, ob ich hier umziehen soll. Ein Mammutbaum. Zwei Stück nebeneinander direkt. Krass. Krass. Aber immer noch kein Dorf für mich. Die Frage ist, ja gut, umziehen ist natürlich jetzt relativ, ne? Du weißt, wie lange das dauert, bis ich da umgezogen bin. Das dauert ein bisschen. Ach, Speed. Ach so. Ich habe den jetzt gekriegt. Das ist natürlich, das dauert natürlich ein bisschen, bis ich das gemacht hätte. Und dann würde ich, glaube ich, auch offscreen machen, wenn. Ach, so weit ist er gar nicht weg. Guck mal. Da ist das Schneebiom. Aber da drüben hätte ich halt mehr Landmasse, ne, auch.
Ja, der Timer ist Ende, ist okay. Aber das Schöne ist, ich bin gleich zu Hause, also. Eigentlich ist mein Bär hier fest, auch nicht schlecht. Dann legen wir uns mal nämlich kurz hin und dann machen wir die Folge Ende und dann mal gucken. Ich weiß nicht, soll ich mal MacEdit anschmeißen, um ein Dorf zu suchen? Gibt's ja gar nicht, dass man hier kein Dorf findet, ey. Aber die Folge ist aber zu Ende, wie ihr gerade selber gehört habt. Ein Dorf habe ich immer noch nicht gefunden, weil ich natürlich jetzt, ich gucke nochmal auf die Karte, aber ich glaube eher nicht, ehrlich gesagt. Weil leider kennt man ja doch schon eigentlich auf der Karte. Aber hier ist auch ein ganzer Streifen, den habe ich noch nie entdeckt. Geil wäre natürlich hier irgendwo so eine Basis aufzubauen. Hier so. Da bei den Plains oder sowas. Oder hier. Wo dann eigentlich auch kacke egal ist, ne? Weil im Prinzip aus den Wäldern oder so baue ich ja nichts. Eigentlich. Aber kein Dorf. Kein Dorf. Nicht in Sicht. Gar nichts. Nö. Alles auch hier richtig viel aufgedeckt in der Folge, aber kein Village. Und ich wüsste jetzt auch nicht, wo eins sein könnte, weil. Ja, weil es könnte. Können tun sie überall sein, aber. Normalerweise hätte ich schon eins finden müssen eigentlich. Ja, hier sind die Mammutbäume, die beiden, die ich ja gesehen hatte. Aber sonst. Die Frage ist, soll ich wirklich umziehen da hinten hin? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wollt. Ob ich da hinten hinziehen soll, wo die Plains waren. Geht eigentlich, würde eigentlich. Ja, weil es geht. Das ist halt ziemlich viel Zeug, was ich hier mit mir rumschleppen müsste, ne? Darüber schleppen müsste, sagen wir mal so. Aber es geht dann. Meist habe ich auf Disketten gespeichert, ne? Das heißt, ich könnte auch theoretisch einfach alles abbauen, ins ME-System kloppen, die Disketten mitnehmen und alles mitnehmen. Gucken wir mal. Könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben. Aber auf jeden Fall ist die Folge jetzt zu Ende. Achso, ich wollte mal noch ein paar Äpfel rausholen. Bevor ich hier gleich noch verreck. Äpfel. Da sind sie. So, Seeds kannst du da noch reinschmeißen. So, die Enderperlen, das kannst du auch alles da reinkloppen. Bitteschön. Spider-Eye. Achso, der war von der Spinne wahrscheinlich. Ein String. So. So, ich beende jetzt aber die Folge. Wie immer, wenn euch die Folge trotzdem gefallen hat, trotz dass wir kein Dorf gefunden haben, lasst ein Abo da. Like-Kommentar wird euch natürlich sehr gerne gesehen. Ich wünsche euch wieder einen schönen Tag, einen schönen Abend, wie auch immer. Wir sehen uns beim nächsten Mal in der Runde Minecraft. Tschüss!